Hallo, da bin ich mal wieder. Heute wollte ich ein Video machen über Wimpern. Wie klebe ich meine Wimpern richtig auf? Das ist jetzt schon mein dritter Anlauf und ich bin echt fertig. Aber wenn ich einmal was Falsches sage im Video, dann kann ich es nicht mehr verwenden, weil ich das nicht mehr schneiden kann, das Video. Das sind nämlich MOV-Dateien und ich habe kein Programm gefunden, das das irgendwie zack, zack schneiden kann. Aber naja, wenn ihr eine Empfehlung habt, bitte hier. Ich habe jetzt auch keine Wimpern da. Nur so eine Glitzerwimpern. Ich war ja vorhin mit meinem Mann beim Markauf und habe mir da die Wimpern angeguckt, wollte mir auch welche holen. Und dann sagte er, jetzt komm endlich. Und dann konnte ich nicht mehr gucken. Ja. Ich wollte mal welche ausprobieren von MAC. Und von Art Deco gibt es ja auch diese einzelnen Wimpern. Und von Yuma, UMA, keine Ahnung, wie die heißen. Ich muss das nochmal ausprobieren. Ich kann euch das nicht sagen, wie die sind. Ja, ihr nehmt eure Wimpern. Ich mache das immer so, ich tusche meine Wimpern vorher, damit man halt nicht sieht, dass sie unecht sind. Und formen sie dann nochmal mit der Wimpernzange vor. Müsst ihr aber nicht, wie ihr wollt, wie ihr mögt. Müsst ihr austesten, was ihr persönlich am besten mögt. Dann ganz vorsichtig mit der Zange bitte lösen. Wupp. Dann klebt das da drin, scheiße, so. Scheiße, habe ich gesagt. Ups. Dann bitte mal auf die. Da seht ihr noch Kleber von meinen Versuchen von vorhin. Au. Abgemacht. So. Dann einfach mal drauflegen, um zu gucken, ob sie passen von der Länge. Einfach gucken. Wenn nicht, dann schneidet ihr ein bisschen vom Ende ab. Und dann guckt ihr wieder. Und dann halt das andere Auge auch nochmal. Bevor ihr die Wimpern rauf macht, natürlich den Kleber lösen, der da drauf ist. Auch aus der Verpackung ist manchmal so ein Kleber drauf. Dann bitte, bitte, bitte mit einer Pinzette den Kleber hier drauf lösen. Ganz vorsichtig, so dass ihr das nicht knickt und beschädigt. Ich habe einen Kleber von Wimpers. Ich persönlich kann den nicht empfehlen, weil er wirklich so hart klebt. Erstens tun meine Wimpern danach weh. Und zweitens kriegt ihr den Kleber nicht mal von den Wimpern ab. Das heißt, ihr könnt sie dann nur einmal benutzen und dann könnt ihr sie schon wieder wegschmeißen. Weil, ich zeige euch das mal. Da habe ich eine. Das ist ja hier komplett weiß und ich kriege es dann an den Rändern nicht mehr ab. Und das ist einfach schade fürs Geld. Ne? Also dann bitte einen ordentlichen Kleber kaufen. Wie gesagt, oder habe ich das schon gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich werde mir einen Dauerwimpernkleber kaufen von Art Deco. Mal probieren, dann halten sie halt ein paar Tage länger. Dann muss ich sie nicht immer abmachen. Ja. Wie gesagt, ihr testet einmal kurz. Und dann nehmt ihr euren Kleber und platziert ihn entweder auf den Handrücken und streift das hier einmal so durch den Kleber ab. Oh, meine Schwester ist da. Moment. Sorry, Besuch. Dann tut ihr den Kleber hier direkt da drauf. Hängt mein Schlüssel noch an der Tür? Hängt mein Schlüssel noch an der Tür? Huch. Dort war ich dann wohl. Ja. Dann bitte kurz antrocknen lassen. Hallo, willst du mal Hallo sagen? Nee. Nee. Meine Schwester ist gerade da, wir wollen ein bisschen DVD gucken. Ganz wichtig, halbe Minute antrocknen lassen. Sorry, das sieht hier aus wie ein Saustall. Kurz antrocknen lassen und dann bitte auf die Wimper kleben, mittig. Bist du aus der Puste? Jetzt klebt die Pinzette da dran. Nö, du hörst dich aber so an. So. Bitte erstmal vor in der Mitte und dann die Enden rankleben. So. Ja, nicht mit hier mit meiner Schwester flirten, ne? Geht's noch? Siehst du mal was an? Das sieht gut aus. Hallo, ich drehe hier gerade ein Video. So. Also erstmal mittig und dann die Enden ankleben. Wie ich sie wieder abkriege, habe ich das schon erzählt, weiß ich auch gar nicht mehr.
Ich nehme ein bisschen Q-Tip, tunke sie in normalen Speiseöl, streiche dann drüber und nehme sie wieder ab, weil manchmal ist es echt so heftig hart, der Kleber, dass ihr das nicht mehr abkriegt. Habe ich das schon erzählt mit dem Mandelöl? Oh, ich bin heute so vergesslich, ich weiß das gar nicht. Bevor ihr eure Wimpern raufklebt, habe ich schon erzählt, dass ihr den ein bisschen so formen könnt, damit er die Form des Auges bekommt. Willst du echt nicht Hallo sagen? Einmal ganz kurz reinwinken. Hallo, das ist meine Schwester. Hallo. So. Ja, dann lässt ihr ihn trocknen und dann sollte es eigentlich halten. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr das nicht vertauscht. Das kurze Ende kommt nach innen und das Außere nach außen. Da müsst ihr halt vorsichtig sein. Und guckt mal, ich finde, das Auge ist jetzt ein bisschen ausdrucksstärker wie das. Ne? Findest du auch, ne? Ja. Oh, ich habe so einen Schiss, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich hoffe nicht. Ach ja, eine wollte noch meinen Schminktisch sehen. Sie sagte, oh Gott, das muss bei dir super, super aufgeräumt sein und so. Das ist bestimmt alles in Fächern und so. Nö, aufgeräumt sieht anders aus. Guckt mal. Jetzt bitte keinen Schock kriegen. Didi. Hi. Das ist mein Schminktisch. Reine Katastrophe. Ich meine, der Tisch an sich ist echt geil. Der ist von Ikea. Aber ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt, das irgendwie zu rotieren. Sorry. Falls ihr Ideen habt, schreibt bitte. Weil es ist so, ich räume es auf, dann schminke ich mich einmal und danach ist wieder alles in Arsch. Danach sieht es wieder katastrophal aus. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit den Wimpern kleben. Ich habe jetzt wieder so viel gelabert, es tut mir leid, aber. Na gut, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und dann sehen wir uns bestimmt die Tage wieder. Macht's gut, ihr Lieben.